Ich liege festgebunden auf einem großen steinernen Tisch. Der Raum wird vom flackernden Kerzenlicht nur spärlich erhellt. Ich kann kaum die Gesichter der vermummten Gestalten ausmachen, die rund um mich stehen. Sie beugen sich über mich und studieren meinen Körper wie eine Landkarte. Eine dunkle Bedrohung geht von ihnen aus, die mich schaudern macht. Sie bewegen sich schweigend und bedächtig. Plötzlich weiß ich, was sie vorhaben. Hilflos muss ich zusehen, wie das scharfe Messer, mit ruhiger Hand geführt, meinem Körper immer näher kommt. Ein durchdringender, höllischer Schmerz durchfährt mich. Ich bäume mich auf. Ein markerschütternder Schrei, der ungehört verhallt. Warum quälen Sie mich so? Was wollen Sie von mir? Warum muss ich so qualvoll sterben? Schweißnass schrecke ich auf. Kerzengerade sitze ich im Bett und versuche, meinen Atem zu beruhigen. Wo bin ich gewesen? In welche Welt bin ich eingetaucht?